Westküste FM, der Buchtipp. Heute von Gabriele Scheller. Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter. Erschien bei Kiepenheuer und Witsch als Hardcover. Das Buch hat 441 Seiten und kostet 24 Euro. Ich möchte Ihnen ein Buch vorstellen, das mich tief berührt hat. Es ist für mich nicht unbedingt das Buch des Jahres, es ist aber das, das mich zurzeit am meisten bewegt hat. Auf dem Buch steht Roman. Es hat aber auch unglaublich viel mit dem Leben der Autorin zu tun, mit dem ihrer Mutter und mit ihrer eigenen Kindheit. Sie versucht auch nicht, das zu verbergen. Es ist eine Kindheit in den 80er Jahren, die uns geschildert wird. Übrigens ein grandioses Zeitdokument. Nicht nur was Getränke, Musik und Fernsehserien angeht, sondern auch das Verhalten in Partnerschaften. Zitat: Wie eine kleine Detektivin stand ich zwischen meinen Eltern. Das Kind weiß, dass die Eltern streiten. Jeden Tag, es gibt Lügen und es gibt Geheimnisse, es geht um Geld, das verschwindet und vor allem immer wieder um die Figur der Mutter, die dem Vater zu dick ist. Etwas, was er ständig thematisiert. Es gibt keine körperliche Gewalt in dieser Ehe, es gibt aber eine verbale Gewalt. Heute würde man es eine toxische Beziehung nennen. Es ist die Geschichte einer Frau, die mehr will vom Leben, mehr Bildung, mehr Wissen, mehr Verantwortung. Aber das einzige Mehr, das sie bekommt, sind die ständigen Diäten, die nicht oder nur kurzfristig anschlagen und letztlich zu keiner Ruhe an der Ehefront führen. Eine erhebliche Erbschaft der Mutter mildert die Spannung nicht. Nicht das neue, luxuriöse Haus, das von ihrem Geld gebaut wird, nicht der Pflegefall in der Familie, um den sie sich aufopfernd kümmert, nicht die Geburt des zweiten Kindes. Dabei musste ich an den Satz im Roman von Dörte Hansen denken: Ein Kind hat noch keine Ehe gerettet. Im Grunde ist es eine tragische Geschichte, die man aber mit einer Faszination liest, als ob man von einem Hügel aus zwei Autos aufeinander zurasen sieht und weiß, die Kollision ist unausweichlich. Letztendlich ist es die Geschichte zweier Menschen, eines Mannes, der von seiner Mutter zum Prinzen gemacht wurde, einem Aufsteiger, der seine Frau als Symbol und nicht als Mensch gesehen hat, und einer Frau, die sich und ihre Bedürfnisse lange verleugnet hat. Nicht zuletzt ist es aber auch die Geschichte eines Kindes, das zwischen den Eltern steht, beide liebt und hilflos zusieht, wie seelenblind beide sind. Ein Satz noch aus den Einschüben der Autorin, die zwischen der romanhaften Handlung kurze eigene Kommentare aus der Sicht der erwachsenen Tochter enthält. Würden alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachen und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlen, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen.